Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Beim Schlumpf, ich liebe den Herbst. Sieh nur, Babyschlumpf. Die fliegen in den Süden, um zu überwintern. Mutter Natur verbringt die wundersamsten Dinge. Oh nein! Oh, Babyschlumpf, wie kannst du nur sowas tun? Ich habe den ganzen Morgen gebraucht, um die Blätter auf dem Brückenweg zusammenzuhaken. Nun kann ich noch mal von vorne anfangen. Ich liebe dich, Babyschlumpf, doch es ist schwer, auf dich zu achten und gleichzeitig meine Pflicht zu tun. Die anderen Schlümpfe könnten ruhig ein bisschen mehr helfen. Oh, Babyschlumpf! Nein, nein, du fällst in den Fluss! Heiliger Schlumpf! Oh, Babyschlumpf, beinahe hätten wir dich für immer verloren! Schlumpfine! Ah, da bist du ja. Ich dachte, mit dem Haken des Brückenweges wärst du schon fertig. Tut mir leid, Papa Schlumpf, aber Baby hat mich den ganzen Morgen total schlumpfig gemacht. Der kleine Schlumpfling wird wirklich mit jedem Tag ein bisschen frecher. Autsch. Ich kümmere mich um den Kleinen und du kannst den Rest des Tages frei haben. Wirklich, Papa Schlumpf? Du tust ja mehr als deine Pflicht, Schlumpfine. Oh, danke, Papa Schlumpf. Nicht der Rede wert. Bis nachher, Babyschlumpf. Wiedersehen. Ein Paket für Herrn Gargamel. Ein Paket für Herrn Gargamel? Wenn das wieder ein Scherz dieser verdammten Schlümpfe ist. Nein, es ist von Mami. Lieber Gargi, dieser Beutel enthält ein ganz spezielles Pulver, mit dessen Hilfe du vielleicht endlich das Schlumpfdorf entdeckst. Es ist Zauberteppichstaub. Streu ihn einfach über einen Teppich und er wird zu einem fliegenden Teppich. Jawohl, haha, mit einem fliegenden Teppich wird es ganz einfach sein. Verflixt, ich habe überhaupt keinen Teppich. Vielleicht geht auch diese Decke. Aus der Luft werde ich Schlumpfhausen schnell erspäht haben. Es funktioniert, ja, es funktioniert. Oh, Mamis sind doch einfach wundervoll. Keine Sorge, Azrael. Ich werde was Leckeres zum Abendessen mitbringen. Nein! Hilfe, Mami, Hilfe! Ich muss mich erst mal wieder erholen. Vielleicht sollte ich mir endlich ein nettes Hobby zulegen. Vögel beobachten, Azrael. Das ist das perfekte Hobby für mich. Augenblick mal, da kommt einer. Oh nein, ducken, Azrael, duck dich! Runter von mir, du spatzenhirniges Fellknäuel! Du wartest hier, während ich den Ahornsirup sammle. Ahornsirup ist etwas, was ich außerordentlich schätze. Ach, der Herbst ist eine schöne Jahreszeit. Brennholz sammeln gehört zu den wichtigsten Aufgaben bei der Vorbereitung auf den Winter. Deshalb hat Papa Schlumpf mir auch diese Aufgabe anvertraut und ich habe sie wiederum an dich delegiert. Und danke, Schlaubi.
Verzeihung, Schlaumi, ich konnte überhaupt nicht sehen, wo es lang ging. Und ich kann es immer noch nicht sehen. Das ist auch kein Wunder, Clumsy. Ist es so besser? Oh ja, na klar ist es das. Nanu, das ist aber ein schlumpfiges Stück Stoff. Ich bin überzeugt, dass Zwirni etwas ganz Wundervolles daraus schneidern kann. Vergiss das Brennholz nicht, Clumsy. Oh, na, wir hatten doch einen tollen Morgen, nicht wahr, Baby Schlumpf? Oh, was für ein entzückendes Stückchen Stoff. Was willst du denn daraus machen, Zwirni? Ich schlage vor, einen Putzlappen für meine Brille. Oder vielleicht einen Einband für die neueste Ausgabe meines Bestsellers Zitate von Schlaubi Schlumpf. Ich habe eine viel bessere Idee. Damit kann man die verschiedensten Dinge... Hallo, meine kleinen Schlümpfe. Oh, was ist dir denn passiert, Papa Schlumpf? Ich habe die Bekanntschaft mit Ahornsirup gemacht. Na, du glänzt ja, als wärst du in Gold getaucht, Baby. Jetzt brauchst du nur noch eine passende goldene Windel dazu. Ja! Darf ich vorstellen? Baby Schlumpf, Ton in Ton. Ja! Ja! Tja, Baby Schlumpf will mal hoch hinaus. und hoch ist nicht übertrieben. Gütiger Schlumpf, dieses Stück Stoff muss verzaubert sein. Überlass das nur mir, Papa Schlumpf. Baby Schlumpf, du kommst jetzt sofort darunter. Brille, 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 Brille. Darf man seinen Lieblingsonkel so behandeln? Hey, gib mir meine Brille wieder. Bin du schon. Holt Baby zurück. Holt die Brille zurück. Oh, es ist wirklich unglaublich. Unglaublich, welche Ähnlichkeit ich mit Schlaubi Schlumpf habe. Was geht denn hier nur vor? Baby hat eine fliegende Windel um. Eine fliegende Windel? Meine Güte, das nenne ich Haute Couture. Niemand kann Schlucki Schlumpf überschlumpfen, wenn es um das Schlumpfen von Überraschungen geht. Na, das war eine schöne Überraschung. Oh, Baby Schlumpf fliegt auf den Fluss zu. Wir müssen über den Fluss kommen. Nicht auszudenken, in welche Schwierigkeiten Baby durch diese fliegende Windel kommen kann. Sieh mal, Azrael, da ist ein gesprenkelter Sperling. Nein, 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 es ist ein blaubrüstiger Tölpel. Nein, es ist ein fliegender Babyschlumpf. Eine ausgesprochen seltene Gattung, den muss ich einfach haben. Sieh doch nur, Azrael, er ist in diesem Nest gelandet. Prima. Das wird ein leichter Fang. Beinahe geschafft. Und wenn ich dieses fliegende Etwas erst in meinen Händen habe, dann... Es gibt mehr als einen Weg, einem Schlumpf das Fell über die Ohren zu ziehen. Balthasar hat mir diesen Trick gezeigt. Er hat eine rege Fantasie. Was? Oh nein! Nein, nicht doch! Hau ab! Hau ab, du widerwärtiger Bussard! Oh nein! Ruhig, Azrael. Willst du uns verraten? Jetzt wollen wir doch mal sehen, was dieser widerliche Geier vorhat. Das ist meine Chance, Azrael. Diesmal
kann es nicht schief gehen. Ja, ja. Also pass jetzt gut auf. Fakir, Swani, Gunga, Goa, Zauberstrick, jetzt steig empor. Ah, es klappt, Asrael, es klappt. Und aufwärts. Fliegen, 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 fliegen. Jetzt habe ich dich. Ach, hör schon auf mit diesem dummen Gaga. Ich nehme dich mit nach Hause und wenn wir erst mal da sind, dann Hilfe! Nein, 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 lass mich runter. Nein! Aua, aua, autsch! Ah, anhalten! Oh nein, wir werden gleich... Aua! Oh, oh. Ich sollte es wohl lieber sein lassen. Ich sollte es den Vögeln überlassen, fliegende Schlümpfe zu fangen. Hallo, Papa Schlumpf. Wieso seid ihr alle so betrübt? Weil Baby vorhin verschwunden ist. Deshalb. Baby ist verschwunden? Oh nein! Oh doch, Baby ist in einer verzauberten Windel weggeflogen. Der kleine Schlumpfling findet alles so aufregend. Es ist gut möglich, dass er für immer verschwunden ist. Oh, oh, für immer. Oh, das ist alles meine Schuld. Ich hätte mir niemals freinehmen dürfen. Nicht doch, Schlumpfine. Wir alle sind verantwortlich dafür, dass Baby nichts passiert. Hätte ich doch bloß nie diese Windel genäht. Mir fehlt Babys Schrein. Und mir Babys Haferschleim auf meinen besten Klamotten. Und mir fehlt sogar Babys niedliche Windeln zu wechseln. Baby Schlumpf. Oh Baby, du bist wiedergekommen. Ich bin ja so glücklich, dich zu sehen. Ich glaube, ich weiß, warum Baby nach Hause gekommen ist. Du meinst doch nicht etwa. Doch. Babys kleine Zauberwindel ist keineswegs mehr so bezaubernd. Far, very far from here, some 2,000 miles away. That's where they live and work and play. Eating Starfield's good song.